Ja, herzlich willkommen heute wieder auf unserem Kanal. Heute wieder mit einem Zubehörvideo. Heute geht es um die Rosshaarbürsten mit den langen Rosshaarborsten. Im Prinzip gibt es für die drei verschiedene Arten von der Anwendung. Die erste Anwendung ist einmal die, wo ich eigentlich gar keine Bürste brauche. Und zwar geht es um Folgendes: Die Dammpflanze hat hier vorne so eine Messingspitze. Und mir ist selber schon passiert, dass ich beim Fensterputzen einmal einen Rahmen zerkratzt habe, dass ich zum Beispiel beim Waschbecken einen kleinen Vorrat reingemacht habe, weil das Messingspitzel halt kratzen kann. Das heißt, immer wenn ich gar keine Bürste brauche, gebe ich mir immer eine von den Rosshaarbürsten drauf. Ich putze ja so Fenster, das mag ich am liebsten, gebe ich mir immer die große Rosshaarbürste drauf. Also allein schon zum Beispiel, wenn du das Fenster aufmachst, unten der Falz, wenn ein bisschen Fliegenschiss irgendwo drauf ist oder wenn du gröberen Schmutz hast, im Frühling der Pollenstaub, das geht so alles viel, viel zackiger. Und auch die ganzen Scharniere, die ganzen Verschlüsse, das Fensterbankel außen, du bist mit dem Rosshaarbürstel einfach schneller, weil die Borsten einfach ein bisschen feucht werden und auch heiß oder warm. Und du dadurch einfach viel eine bessere Schmutzlösekraft hast. Also das mache ich immer, wo ich eigentlich keine Bürste brauche, kommt immer eine von den Rosshaarbürsten drauf. So, dann die nächste Anwendung ist natürlich da, wo ich die Rosshaarbürsten brauche. Das sind für mich so Klassiker einmal wieder Sonnenschutz. Jalousien, Raffstor. Rollläden. Beim Raffstor und beim Jalousienputzen die Frauen auf die aufgeschnittenen Finger gehabt. Probiert das einmal mit der großen Rosshaarbürste, das geht sensationell gut, wahnsinnig schnell. Auch der Sonnenschutz. Dann alles, was empfindlich ist, zum Beispiel so eine alte Bauerntruhen, die geschnitzt ist, zum Beispiel mit so Sachen. Ein Kruzifix, ein Hirschgeweih, also alle empfindlichen Dinge, da nehme ich immer die Rosshaarbürsten und die kleine Dampfstufe. Das geht wunderbar, weil die Rosshaarbürsten, eben durch das, dass sie warm werden oder heiß werden und ein bisschen feucht sein, die haben eine mechanische Unterstützung einfach in der Reinigung. So, ja, das dritte ist, man benutzt sie, obwohl man sie nicht benutzt. Das zeige ich euch jetzt. Es gibt einfach Sachen, ich sage immer, da muss man den vom Billa anrufen, den Hausverstand. Es gibt einfach Dinge, wo du einfach mit Dampf nicht einigen darfst. Man darf einfach in keine Steckdosen eindampfen. Man darf einfach in keine Computertastatur eindampfen. Oder ein Klassiker ist immer beim Fernseher hinten die Schlitze, die furchtbar schmutzig und staubig sein. Oder jeder, der Apple AirPods hat, der kennt das, wie die im Laufe der Zeit ausschauen, weil sie einfach magnetisch sein. Und das sind aber alles Dinge, wo ich einfach mit Dampf nicht draufgehen darf, weil es dann einfach kaputt ist. Oder weil ich einen kurzen im Haus habe. Das zeige ich jetzt, wie man das macht. Du nimmst die Rosshaarbürsten und tust die im Tuch, im Mikrofasertuch, andampfen. Jetzt ist die richtig schön heiß und feucht. Und jetzt kann ich damit jede Steckdose reingehen. Und jetzt kann ich damit jedes elektronische oder elektrische Bauteil reinigen. Das geht super, super schön, wird super, super sauber. Jede Tastatur. Jede Fernbedienung vom Fernseher oder eben hinten die Schlitz beim Fernseher. Alles, was elektrisch ist, wo man einfach mit Feuchtigkeit nicht dazugehen darf, da kann man die Rosshaarbürsten so benutzen, klappt es mal aus, wirklich toll. Speziell die Steckdosen, die werden wirklich schmutzig. In der Küche werden sie oft fettig. Das geht sensationell gut. Oder eben auch speziell antike Holzmöbel, die eben Verschnörkelungen haben, Verzierungen haben. Das geht wunderbar. Okay. Also, viel, viel Spaß mit den Rosshaarbürsten. Das sind übrigens meine zwei Lieblingsbürsten, in denen bin ich, die sind perfekt. Bei näheren Infos oder wenn ihr Fragen habt, kontaktiert, damit ich jetzt reden auch noch kann. Kontaktiert uns jederzeit gerne auf unserer Homepage. Schaut euch unseren Online-Shop, da sind alle Zubehörteile mit Bildern, mit Videos schön erklärt. Thermostar-onlineshop.com. Und natürlich lade ich immer ein zu unserem Herzensprojekt. www.chemiefrei.at. Schaut mal drauf, sehr interessante Seite. Vielen Dank, ciao! Besuchen Sie jetzt unseren Onlineshop unter thermostar-onlineshop.com.